Ja, das können wir anfangen. Herzlich willkommen, liebes Publikum hier auf der Berlin Science Week zum EFR Future Talk. Faszination Meeresforschung, Europas Mission zum Schutz der Meere und Gewässer. Und wenn Sie wissen, Meeresforschung finde ich cool, deswegen bin ich hier, ich habe aber keine Ahnung, was EFR sein soll, dann kann ich Sie beruhigen, Sie werden nach diesen 90 Minuten als Experten oder Expertin nach Hause gehen. Mein Name ist Fritz Habekus, ich bin Redakteur bei der Zeit und Wissenschaftsautor und Ihr Moderator für den Nachmittag. Und zur Einstimmung auf das Thema haben wir einen kurzen Trailer vorbereitet. Wie digital wollen wir leben? Wie bleiben wir möglichst lange gesund? Wie lässt sich die Umwelt schützen? Und wie sieht das Europa von morgen aus? Zukunftsfragen wie diese beschäftigen uns alle. Und Forscherinnen und Forscher in ganz Europa besonders. Gemeinsam arbeiten sie an Lösungen und Antworten. Der Europäische Forschungsraum, kurz EFR, sorgt dabei für die richtigen Rahmenbedingungen und nötigen Forschungsfreiheiten. In den EFR Future Talks geben Forschende Einblicke in ihr Fachgebiet und antworten im direkten Austausch mit dem Publikum auf ihre Fragen. In unseren Folgen gehen wir gemeinsam mit Ihnen auf Entdeckungsreise und erfahren, woran in Europa gerade geforscht wird und welche Innovationen uns erwarten. Viel Spaß! EFR, wer aufgepasst hat, weiß, es ist der Europäische Forschungsraum, über den wir sprechen wollen. Vor allen Dingen aber wollen wir über den Ozean sprechen. Und wenn einige von Ihnen eben bei der Veranstaltung der Deutschen Allianz Meeresforschung schon dabei gewesen sind, dann wissen Sie, dass wir über den Ozean oder das Meer sprechen müssen, wenn wir über die Klimakrise sprechen wollen, über die Biodiversitätskrise sprechen wollen. Ohne das Meer, ohne den Ozean geht es nicht. Es ist das größte Ökosystem auf dem Planeten überhaupt. Jeder zehnte Mensch hängt direkt von den Proteinen aus Fischen ab. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung leben an Küsten. Das Meer ist eine Quelle für Rohstoffe, für Baustoffe, aber auch für Erholung und Entspannung. Das wissen Sie wahrscheinlich, weil die meisten von Ihnen wahrscheinlich ab und zu ans Meer in Urlaub fahren. Aber das Meer ist eben auch bedroht. Ich habe mal ein paar Schlagzeilen der vergangenen Wochen zusammengesucht, die man findet, wenn man sich durch die Wissenschaftsseiten im Netz klickt. Im Meer ist so viel Plastik, dass ein einzelner Blauwal pro Tag bis zu 10 Millionen Plastikfetzen fressen könnte. Jährlich gehen etwa 740.000 Kilometer Langleinen und rund 14 Milliarden Köderhaken im Meer verloren. Seit den 1950er Jahren erwärmen sich die obersten 2 Kilometer des Meeres, heute mehr als doppelt so schnell als noch in den 60er Jahren. Der Arktische Ozean steht vor einer ätzenden Verschiebung und eine Meldung von gestern, in Europa erwärmt sich das Klima mehr als doppelt so schnell wie im globalen Mittel. Das macht jetzt nicht so richtig gute Laune, aber wir haben eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Gästen, die sich damit beschäftigt, was man dagegen tun kann und welche Antwort die Forschung geben kann. Und wir haben tatsächlich aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen oder drei sehr unterschiedlichen Perspektiven Menschen hier, die im EFR, im Europäischen Forschungsraum dazu forschen. Und nochmal, um diesen Begriff irgendwie so ein bisschen zu erklären, weil er so ein bisschen wolkig ist. Der Europäische Forschungsraum ist sowas wie der Binnenmarkt für die Wissenschaft und es geht darum, Lösungen zu finden, Zusammenarbeit zu vertiefen, Lösungen zu finden für eine grüne Transformation und das eben nicht nur auf der Wissenschaftsebene, sondern auch im Austausch mit den Bürgern, mit der Öffentlichkeit. Das ist ein Beispiel dafür, wie das gelingen kann. Wir haben Experten, die das schon sehr lange machen. Neu ist, also der EFR ist eine eher alte Idee oder es gibt schon sehr lange. Neu ist der missionsorientierte Ansatz, der in Europa gestartet ist im vergangenen Jahr. 5 Missionen hat die EU ausgerufen. Eine davon ist es eben, Meere und Gewässer bis 2030 zu schützen und wiederherzustellen. Ich habe gerade schon ein bisschen umrissen, was für Probleme das gibt. Das klingt nach einem sehr ambitionierten Ziel. Wir wollen auch darüber sprechen, wie realistisch das ist, sich so ein Ziel zu setzen und dem dann
nachzugehen. Aber erstmal möchte ich Ihnen und euch vorstellen meine drei Gäste. Ein erster Gast ist Direktorin des German Institute of Development and Sustainability und Professorin für globale nachhaltige Entwicklung an der Uni Bonn. Sie war vorher Professorin für Sozialwissenschaften in den marinen Tropen an der Uni Bremen, hat in Südost- und Zentralasien und Ost- und Westafrika gearbeitet. Das klingt nach einem ganz schön guten Job, muss ich sagen. sie ist Spezialistin für Ocean Governance, also alle diese Regeln und Gesetze und Institutionen und politischen Maßnahmen, die mit dem Ozean zu tun haben. Sie berät die Bundesregierung, die Vereinten Nationen, die Europäische Union. Und sie sagt, Europa stellt auf der Welt eine absolute Ausnahme dar, denn Europa ist der einzige Region weltweit, die sowas wie einen geteilten Wissenschaftsraum hat. Herzlich willkommen, Anna-Katharina Hornitsch. Dankeschön. Hallo. Wie kann man, Sie sind Soziologin und Meeresforscherin, das passt im ersten Moment, klingt das nicht so, als würde das zusammenpassen. Können Sie einmal erklären, wie Ihr Alltag aussieht, was für Fragen Sie beschäftigen? Also ich bin Soziologin, Wissens- und Entwicklungssoziologin und ich habe oder arbeite jetzt seit etwas über 7 Jahren auch zum Meer. Ich habe am Anfang zu terrestrischen Ökosystemen gearbeitet, vor allen Dingen im Bereich der Landwirtschaft und zu Fragen von Land- und Wassermanagement. Das war immer so mein einer Bereich. Der andere Bereich, da befasse ich mich mit Fragen von Wissenschaft, Wissenschaftssystemen, welche Rolle Wissen, unterschiedliche Typen von Wissen in Entwicklungsprozessen, in sozialen, gesellschaftlichen Veränderungsprozessen spielen, einnehmen können und sollten. Und zum Meer arbeite ich einmal zu Fragen von Meeresgovernance, ne, Sie sagten es schon, zu Steuerungssystemen auf multilateraler Ebene und auch europäischer Ebene. Vorhin hatten wir gerade heute einen Workshop zu der Auswirkung von europäischen Fisheries Partnership Agreements auf Westafrika, also Auswirkungen sozusagen, transregionale Auswirkungen der EU-Politiken auf die kleinskalige Fischerei in Teilen Westafrikas. Und die andere Seite sozusagen zum Meer ist, ist auch in einem gemeinsamen Projekt mit dem Geomar, anderer Kollege, aber gemeinsames Projekt. Da geht es um marine Kohlenstoffmessung. Das ist ja ein globales Wissenschaftssystem und gleichzeitig ist es eben nicht global, aber wir erheben oder wir im Sinne von Meereswissenschaften erheben die CO2-Messung sozusagen im Meer und das wird eingefüttert in Datenbanken aus ganz unterschiedlichen nationalen Kontexten. Und das geht dann auch immer einher mit großen, großen Unterschieden, je nachdem, wie die verschiedenen Wissenschaftssysteme ausgestattet sind. Und das interessiert uns, ne? Also wie wirken sich die Ausstattungen von unterschiedlichen Wissenschaftssystemen auf unser menschliches Wissen in Bezug auf marine CO2-Messung aus? Und was heißt das dann für klimapolitische Verhandlungen, wenn wir eben nur Teile der gesamten Situation kennen? Aber CO2 ist doch CO2, egal auf welchem Teil der Erde. Also wieso kommt es da zu Problemen in der Übersetzung der Daten? Weil wir jetzt konkret im marinen Bereich sammeln wir die Daten aus wenigen und vor allen Dingen weitestgehend national organisierten Wissenschaftssystemen heraus. Also ich hatte vorhin gesagt, in dem globalen Wissenschaftssystem, das ist ja falsch. Wir haben kein globales Wissenschaftssystem, sondern wir haben ganz, ganz viele dramatisch unterschiedlich ausgestattete Wissenschaftssysteme über den Globus verteilt. Und gerade in der marinen CO2-Messung, da beteiligen sich eine Reihe von Wissenschaftssystemen, aber natürlich bei Weitem nicht 198. Und das wiederum auch jeweils sehr unterschiedlich. Das bedeutet, dass auch in der Agendensetzung sozusagen, in dem Formulieren von was wird eigentlich erforscht, entlang welcher Standards, mit welchen Methoden, mit welchen technischen auch Unterstützung und Mitteln, da dann eben bestimmte Weltregionen im Grunde genommen hier auch Vorgaben machen, nämlich häufig
die gut ausgestatteten und in der Regel die gut ausgestatteten Wissenschaftssysteme des Nordens. Das bedeutet aber dann wiederum auf globaler verhandlungspolitischer Verhandlungsebene, dass wir als Weltgesellschaft eben keine gemeinsame Sprechfähigkeit haben. Wir haben auch keine gemeinsame Handlungsfähigkeit dann in den Kontexten, wenn in die Datenbanken sozusagen aus wenigen Wissenschaftssystemen heraus eingefüttert wird und ja auch dann die Analysen auch von wenigen Wissenschaftssystemen vorgenommen werden und dann, dass wir immer wieder auf internationaler Ebene im Grunde genommen von ja vielen, vielen anderen Ländern einfordert, dass sie ja fast blind glauben, was dort von der Wissenschaft des Nordens, das ist jetzt ein bisschen vereinfachend, ne, aber von der Wissenschaft des Nordens vorgegeben wird. Und da stoßen wir dann auf UN-Ebene tatsächlich an unsere Grenzen, und das ist gerade in Bereichen, die also in allen globalen Herausforderungen, wo auch ganz klar ist, wir müssen als Weltgemeinschaft damit umgehen, höchst problematisch, weil da ein unheimliches Spaltungspotenzial auch gerade jetzt vor einem geopolitischen Hintergrund wie dem, in dem wir uns befinden, in sich birgt. Und da ist der europäische Forschungsraum tatsächlich eine wirklich nennenswerte Ausnahme. Aber um das mal konkret zu machen, das habe ich jetzt aus einem Gastbeitrag, den Sie geschrieben haben, das Budget von Deutschland, was in die Forschung fließt, sind ungefähr 3%, während es im Vergleich von Indonesien, immerhin 8. größte Volkswirtschaft auf der Erde, 0,28% sind. Also ist Wissenschaft am Ende auch eine Machtfrage? Das ist, also die Systeme sind sehr, sehr stark unterschiedlich ausgestattet, genau. Und gerade in Indonesien ist das, ich meine, das ist die 16. größte Ökonomie weltweit, das ist ein G20-Land. Und das ist natürlich eine politische Entscheidung, ob man in die Generation der Zukunft investiert, indem man entsprechend in Bildungs- und Forschungssysteme investiert, oder ob man das nicht tut. Und wir haben weitere Situationen. Generell ist es so, dass zum Beispiel auf Subsahara-Afrika, ich hatte jetzt die Zahlen extra nochmal nachgeguckt, 0,4% der Forschungsausgaben fallen. Und das sind natürlich dann Situationen, in denen die wenigen Wissenschaftler aus diesen unterausgestatteten Wissenschaftssystemen, die dann trotzdem auch in internationalen Kooperationen zusammenkommen und mit Wissenschaftlern hier aus dem deutschen oder anderen europäischen Kontexten Agenten prägen, auch in einer schwächeren Situation sich befinden und vor allen Dingen auch unheimlich nachgefragt sind. Ja. Ja, also wir gehen ja schon in die Konkurrenz zueinander, wenn wir manchmal versuchen, mit unseren afrikanischen oder asiatischen Partnern zusammenzukommen, weil es dann gar nicht so viele gibt. Ja. Wir machen mal weiter mit der Vorstellungsrunde. Der Mann, der Ihnen da hinten von einem Oktopus über die Schulter geguckt wird, ist physikalischer Ozeanograph. Er erforscht am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, wie die Ozeanzirkulation von Masse und Wärme funktioniert, und arbeitet unter anderem daran, neue Techniken zu entwickeln, um das Meer zu beobachten. Etwa im Rahmen des Projektes Eurosea, das von EU gefördert wird, mit Partnern aus 14 Ländern. Er sagt, dass wir in der europäischen Forschung miteinander reden und gemeinsam Wissenschaft betreiben, ist ein uralter Gedanke. Alleine könnte kein Land sinnvoll den Ozean beforschen. Schön, dass Sie hier sind, Johannes Carstensen. Wenn ich Meeresforscher höre, dann denke ich immer, oh, das ist ein geiler Job. Der schwimmt bestimmt mit Haien und schnorchelt mit Walen und hört Buckelwalen zu. Ozeanograph, machen Sie das tatsächlich? Also es ist ein geiler Job, ja. Kann man schon sagen. Aber genau das mache ich nicht. Also was heißt, ich höre schon Walen manchmal zu, wenn die ich Mikrofon ins Wasser lasse, weil ich eigentlich was anderes hören möchte. Was denn? Zum Beispiel Schallausbreitung, um meine Messgeräte wieder an Deck zu bekommen. Also ich habe Physik studiert und habe dann eben mich spezialisiert auf physikalische Ozeanographie. Das heißt, es geht hauptsächlich um Strömungen, Temperaturen, Salzgehalte, Dichte, Energie im Ozean im Allgemeinen und wie die sich bewegt. Und klar, die Energie ist das, was wir auch alle spüren. Und genau im Ozean ist es auch so, alle Prozesse, die im Ozean vonstatten gehen, das ist also Biologie genauso wie Chemie,
sind irgendwie auch immer mit diesem Physikalischen und mit der Energie verbunden. Mhm. Und das ist in der Tat etwas, was ich auch an meinem Job sehr schätze, dass, obwohl ich physikalischer Ozeanograf bin, ich trotzdem mit sehr vielen anderen Disziplinen zusammenarbeiten kann und auch muss. Und meine Passion ist eben die, dass ich losfahre, typischerweise einmal im Jahr. Auf einem Forschungsschiff. Für einen Monat bin ich mit dem Forschungsschiff unterwegs. Und es gibt eben bestimmte Messstrategien, die wir uns überlegt haben, die eben Themen angreifen. Ein Thema ist natürlich Klima, das hier auch immer wieder zentral im Raum steht. Das heißt, wir haben teilweise jetzt schon relativ lange Zeitserien, wo wir uns angucken, wie Veränderungen im Ozean sichtbar werden. Der Ozean ist eben schon ein Medium, das sehr, sehr variabel überall ist. Und wenn man wirkliche Änderungen sehen will, dann muss man da auch ziemlich lang messen. Und das ist auf der anderen Seite aber auch eine Sache, die nicht irgendwie ein Individuum sowieso nicht, ein Institut auch nicht und ein Land auch nicht alleine lösen kann, sondern deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben in einem europäischen Forschungsraum und dann am Ende auch in dem globalen Forschungsraum zusammenkommt, zusammen agieren kann, dass es also ein Podium gibt, wo wir miteinander interagieren können. Und ich glaube, da sind wir in Europa in einer sehr, sehr guten Position. Und um jetzt auf dieses Eurosea-Projekt noch kurz eingehen zu wollen, das ist ein Projekt, wo wir Beobachtungen durchführen, aber insbesondere auch diese Beobachtungen nehmen, um die dann mit den entsprechenden Nutzern von Beobachtungen beziehungsweise von Produkten von Beobachtungen, die an die Frau, an den Mann zu bringen. Nutzer sind beispielsweise, ist eine Fischfarm irgendwo, sag ich mal, vor Norwegen. Das sind potenzielle Nutzer von Ozeaninformationen. Die wollen wissen, kommt da jetzt eine Wärmeanomalie auf meine Fischfarm und ich muss sie denn jetzt irgendwie 50 Kilometer weiter verschieben, damit ich der ausweichen kann. Um zu solchen Informationen aus dem Ozean zu kommen, ist eine Kette von Prozessen notwendig. Das ist einmal die Beobachtung, aber dann braucht man eben Maschinerie, die wir hier letztendlich auch gesehen haben, also Computerprogramme, Computer, die das Ganze integrieren. Das ist eine Vision, die wir alle haben, dass wir so ein Digital Twin of the Oceans haben, damit wir quasi den Ozean die ganze Zeit für entsprechende Fragestellungen als digitalen Zwilling da haben, der gefüttert wird von Informationen aus dem Ozean und wo wir gezielt Informationen rausziehen können, um die für ein Problem wie Fischfarmen zum Beispiel aufarbeiten zu können. Und das machen wir also im Kleinen als Test, in Anführungsstrichen, in diesem Eurosea-Projekt, in dem wir unterschiedlichste Gruppen da zusammenbringen und einige exemplarische Aktivitäten wie Fischfarmen, aber auch wie zum Beispiel CO2-Aufnahme im Ozean und dann das Ableiten von zum Beispiel allgemeine Wirtschaftszone, wie viel CO2 nimmt meine allgemeine Wirtschaftszone auf? Allgemeine Wirtschaftszone muss man, glaube ich, einmal das erklären. Das ist also ein Stück Meer, das jedes Land um sich herum hat. Wenn es dann also an das Meer grenzt, und das sind ungefähr 200 Meilen, also ungefähr fast 500, 350, 380 Kilometer, reichen diese Zonen raus. Also ein großes Stück, das noch zu den einzelnen Ländern dazugehört, wenn man sich mal so eine Weltkarte anguckt, wo diese allgemeinen Wirtschaftszonen eingezeichnet sind, dann bleibt, ich meine sowas wie 40% bleibt des Ozeans über, der nicht eine allgemeine Wirtschaftszone ist. Also diese allgemeinen Wirtschaftszonen sind schon bedeutend, machen Länder sehr, sehr groß teilweise. Und dann kann man sich eben Fragen stellen, wie viel CO2 nimmt meine allgemeine Wirtschaftszone eventuell auf? Kann ich das in meinem National Climate Action Plan, also in meinem Plan für meine Ökonomie drin verankern oder nicht? Eine Fragestellung, die wir eben auch in diesem Eurosea-Projekt als europäische Gruppe angehen. Und ihr kümmert euch auch um die Fragen, wie man diese Art von Forschung in die Öffentlichkeit bringt? Ist das eine? Sie haben vorher von den Produkten gesprochen. Und das ist ein Beispiel von Fischfarmen, aber es gibt wahrscheinlich noch andere. Die Schifffahrt will wahrscheinlich auch wissen, wo kann ich meine Schiffe lang schicken oder Hafenstädte haben ein großes Interesse an dieser Art von Forschung, die sie machen. Genau. Also in der Tat ist Europa, glaube ich, so, das habe ich jetzt selbst tatsächlich über die letzten sowas wie 20 Jahre verfolgt, wo in Europa viele Institutionen oder Zusammengruppierungen aufgebaut worden sind, die als gesamteuropäisch agieren. Für die Wettervorhersage gibt es sowieso sowas, das nennt sich ECMWF, Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage.
Da greifen sich alle nationalen Wetterzentren ihre Informationen raus und machen dann für Deutschland zum Beispiel die Wettervorhersage. Die brauchen natürlich die ganze Welt und die nehmen sich das aus diesem ECNWF. Und das Gleiche gibt es eben auch für den Ozean. Da gibt es halt sowas, das nennt sich Siemens Copernicus Marine Environmental Monitoring Service, ganz egal, das ist auf jeden Fall ein Riesenapparat, der auch verteilt ist über verschiedene europäische Länder, aber gemeinsam agiert. Und die machen zum Beispiel Modelle, die extra für die Schifffahrt, zum Beispiel für Routenoptimierung, ausgelegt sind. Und das ist halt das Gute, das ist deren Aufgabe. Das heißt, die haben auch Mechanismen etabliert, mit denen sie mit diesen Stakeholdern kommunizieren. Denn das genau ist das Riesenproblem. Ne? Wie, also ich selbst sowieso als Wissenschaftler werde nicht direkt mit den Stakeholdern kommunizieren können. Wir können jetzt hier kommunizieren, aber auf eine andere Art und Weise, als es notwendig ist, wenn ich jetzt also ein Produkt wie eine Wärmeanomalie für einen Fischfarmer an Land bringe. Und wir haben eine, Ne? Ja, genau. Das kann man also letztendlich mit nachgeordneten Dialogformen gut machen. Mhm. Also ich würde gerne den dritten Gast mit in die Runde bringen, Katrin Knickmeier, weil ihre Spezialität ist es tatsächlich, wie kommuniziert man mit der Öffentlichkeit und wie bringe ich diese Art von Erkenntnisse in die breite Öffentlichkeit. Und die breite Öffentlichkeit, mit der Sie sich beschäftigen, sind Kinder und Jugendliche vor allen Dingen. Sie haben an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel die Kinder- und Schüler-Uni mit aufgebaut und sind seit über 15 Jahren für die verantwortlich. Haben vorher als Polarforscherin gearbeitet und Plankton erforscht im Ozean vor Chile, leiten und sind außerdem Gründungsdirektorin der Kieler Forschungswerkstatt und am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik tätig. Und jetzt leiten sie ein Citizen Science Projekt, die Plastikpiraten, das gerade dabei ist, ausgerollt zu werden in eine ganze Reihe von anderen europäischen Ländern. Und ja, was mich total interessiert ist, warum haben Sie sich der Frage zugewandt, wie man diese Art von Erkenntnis, die man sammelt und dann oft, die oft, das muss man ja auch sagen, publiziert wird und dann von einem sehr, sehr, sehr kleinen Teil von Leuten überhaupt gelesen wird. Und selbst ist auch gar nicht so einfach, das oft zu verstehen, worüber da eigentlich geforscht wurde. Warum haben Sie diesen Shift gemacht hin zu der Frage, wie man kommuniziert? Ja gut, ich fange erstmal an. Ich bin schon lange im Geschäft, also meine erste Forschungsreise war 1982, also schon vor 40 Jahren auf der alten Meteor in der Arktis. Ich war nämlich erst in der Polarforschung unterwegs mit Plankton und das war Grundlagenforschung. Da war ich die einzige Frau mit 72 Männern an Bord. Das hat sich zum Glück verändert. Und dann Meteor, dann Meteor, Polarstern, die neue Meteor und so weiter. Dann auf einer Nordostpassage viel da auf den Forschungsschiffen. Und später habe ich dann 3 Kinder bekommen, war auch in Südamerika, in Chile, habe auch über Plankton geforscht. Und mit den Kindern wurde es damals schwieriger mit der Forschung. Da muss ich sagen, heute ist das besser. Würde ich mal sagen, für die nachfolgende Generation das miteinander unterzubringen. Mit den Kindern war es schwer, dann Forschungsreisen zu machen, die 10 Wochen dauern oder solche Sachen. Und so bin ich dann dazu übergegangen, mit Kindern und Jugendlichen was zu arbeiten und habe erst an Stränden Kurse gemacht, dann wieder zurück an die Uni und dort bei den Schulprogrammen sozusagen mir Sachen ausgedacht, wie man Kinder und Jugendliche begeistern kann. Die Kinderuni war schon ein toller Erfolg und die Forschungswerkstatt ist eben eine Einrichtung, wo Schulklassen kommen können. In Nicht-Corona-Jahren haben wir 150 Schulklassen, die dort Tagesprogramme absolvieren, aber wir haben eben auch Projekte wie die Plastikpiraten oder ein Biodiversitätsprojekt, verschiedene Themen, wo Schülerinnen und Schüler auch nachmittags noch was forschen können. Europäisches Projekt. Das ist sozusagen ein Projekt, was wir als im Wissenschaftsjahr Meere und Ozean angefangen haben. Davor haben wir mit Chile gearbeitet, weil ich auch da war. Chilenische Strände, deutsche Strände, Kinder und Jugendliche haben geblockt, haben sich sozusagen ausgetauscht, wie sieht der Müll da aus, wo kommt der daher, was ist in Deutschland los. Und dann haben wir in Deutschland
wurden wir vom BMBF gebeten, uns ein Projekt zum Jugendprojekt Wissenschaftsjahr Meere und Ozean auszudenken, was für ganz Deutschland geht. Und das funktioniert ja nicht mit den Stränden. So sind wir dann auf die Flüsse gekommen. Und die Flüsse waren einfach ein super Thema. Also Plastik leider auch ein super Thema inzwischen. Sieht ja, weiß ja jeder selbst, wenn man an Flüsse geht oder an Seen oder auch durch die Welt reist, wie es überall aussieht. Und so sind die Plastikpiraten entstanden. Und es war dann wirklich ein toller Erfolg, dass Münchner Schulklassen Ozeanforschung machen konnten, indem sie an der Isar oder am Rhein oder so solche Projekte mitmachen konnten und auch wirklich etwas erforscht haben, echte Forscher waren. Und das ist unser bürgerwissenschaftliches Citizen Science Projekt, die Plastikpiraten. Und Flüsse gibt es, die hören nicht an der deutschen Grenze auf. Die Donau entspringt zwar im Schwarzwald, aber die fließt durch 12 Länder bis zum Schwarzen Meer. Und dann war das jetzt geklappt, dass es sich ausbreitet. Inzwischen sind es einige Länder, die jetzt im Herbst aufsamplen. Ich wusste gar nicht, dass die Donau im Schwarzwald entspringt. Ja, das muss ich gestehen. Da haben wir es geht. Man lernt auch immer selber wieder eine Menge, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt. Ja, ja. Aber wir haben auch eine Wasserscheide in Deutschland und ein Teil davon entwässert eben in Nord- und Ostsee. Auch die enden nicht an unserer deutschen Grenze. Ja. Der Rhein hört da nicht einfach auf. So ist jetzt auch Holland dabei. Und Litauen ist dabei, Ungarn ist jetzt dabei, Österreich und so hoffen wir, dass wir uns durch Europa arbeiten und die Flüsse verbinden die Länder und die Meere eigentlich auch die Menschen, weil da gibt es keine Grenzen. Sie haben gerade gesagt, dann haben auch SchülerInnen aus München Ozeanforschung gemacht, sind richtig Wissenschaftler gewesen. Das heißt, die Ergebnisse wurden auch publiziert oder in irgendeiner Form aufbereitet, dass Forscher sie nutzen konnten? Da sind wir auch ganz stolz drauf. Wir haben verschiedene Publikationen, aber wir haben eben auch in renommierten Fachzeitschriften Environmental Pollution oder Science of the Total Environment, auch in solchen Zeitschriften inzwischen Publikationen, wo schon im Titel drin steht, School Children haben sozusagen die Daten erhoben und das war ein ganz schöner Kampf. Da kann ich ja dann auch noch mal was zu sagen, das durchzusetzen. Kämpfe interessieren uns. Ja, genau. Wie wichtig ist dann, ich würde jetzt einfach mal die Runde ein bisschen aufmachen, also wie wichtig ist dann, dass man das in den Feldern, mit denen Sie sich beschäftigen, europäisch zusammenarbeitet? Also hier klang das schon ganz klar und ganz klar an, weil Flüsse gehen eben über nationale Grenzen, Gewässer erstrecken sich, machen nicht an nationalen Grenzen halt. Aber wie wichtig ist für die Forschung, die Sie machen, diese europäische Zusammenarbeit? Also die europäische Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Und ich hatte ja eben schon gesagt, Europa, ich möchte es aber noch mal sagen, weil ich das wirklich nennenswert finde. Europa ist die einzige Regionalorganisation, die substanziell über Investitionen in die Wissenschaft diesen Wissenschaftsraum und damit auch also diesen Wissenschaftsraum als einen gemeinsamen, eingeteilten Wissenschaftsraum mitbaut und ausbaut und damit einen Beitrag leistet für eine europäische Identität. Also was da ja passiert, ist nicht nur die Wissenschaftsförderung an sich, sondern dass Wissenschaft und Wissenschaftspolitik eingesetzt wird als Instrument für noch weitere auch politische Ziele. Und gerade den Bau einer europäischen Identität, wenn wir das jetzt mal auf die weiter höhere Ebene nehmen und daran denken, dass du eben sagtest, 40% des Ozeans sind ja außerhalb der exklusiven Zone. Das heißt, die sind ja nicht, also sie sind reguliert, aber sie sind eben nicht unter nationaler Regulierung. Und bedürfen immer des Austausches dann auf multilateraler Ebene, also auf Ebene der UN. Und wenn wir jetzt eine sozusagen multilaterale DFG, um das jetzt mal so vereinfacht deutsche zu sagen, Deutsche Forschungsgemeinschaft oder eben Horizon 2020 und so weiter, aber das auch. Das europäische Forschungsprogramm. Ja, genau. Forschungsförderungsprogramm. Auf Weltebene hätten oder auf multilateraler Ebene, ne? Also eine Förderorganisation, die sagt: Naja, wir haben verstanden, dass Wissenschaftsförderung mehr ist als nur Wissenschaftsförderung. Es ist nämlich auch Wissenschaftsdiplomatie. Es ist überhaupt, also es ist ein diplomatischer Akt und ein Instrument, der eine Hebelwirkung entfaltet, um Zukunft zu gestalten und um
eine gemeinsame Identität und auch eine Identifizierung mit diesen globalen Herausforderungen, das ist ja auch bei Ihnen ein Thema, ermöglicht. Das wäre natürlich ein wahnsinniger Zugewinn. Haben wir aber nicht. Wir haben da Ansätze für, ne, das Belmont Forum und so weiter, die aber sehr, sehr unterfinanziert sind. Von daher, ich finde, das ist wirklich nennenswert, dass Europa dies tut und tatsächlich die einzige, also auf der nennenswerten Ebene, die einzige Regionalorganisation ist, die das tut. Bei, um das mal konkret zu machen, bei Euroseed zum Beispiel mit Ländern aus 14, Partnern aus 14 Ländern, kann man sich da einfach, also ist es einfach, sich auf gemeinsame Ziele zu einigen und will man da immer das Gleiche und will ein norwegischer Lachsfarmer oder das Gleiche wie ein italienischer ein Küstenanrainer? Im Prinzip ja, also im Prinzip geht es darum, diese, sagen wir mal, Verkettung in dem Projekt herzustellen. Das heißt, die Verkettung von irgendeinem Problem. Das kann ein norwegisches Problem sein, das kann aber genauso gut auch ein estländisches oder ich weiß nicht, was für ein Problem sein. Und dann will man zu den entsprechenden Lösungen, das heißt dann zu diesem Produkt, das diesem Problem irgendwie, dieses Problem irgendwie adressiert, zu dem will man kommen. Und das heißt, das ist, an sich ist das so ein generisches, an sich ist es so ein, ja, immer der, das im Prinzip immer der, die gleiche Vorgehensweise, die natürlich dann je nach Problem angepasst wird. Also natürlich ist es anders, wenn ich einen Fischfarmer berate, als wenn ich jetzt irgendwie Streckenoptimierer oder Klimaforschung mache. Aber im Prinzip, wir nennen das auch den Ocean Observing Value Chain, also die Wirkkette der Ozeanbeobachtung. Das heißt, wir starten mit einem Problem, dann formulieren wir das Problem, führen unsere Beobachtungen aus, oder bringen die Beobachtungen zusammen, machen daraus ein Produkt, das wir dann wiederum vermarkten. Und das ist eigentlich das, was wir in diesem Projekt auch angehen. Und das ist eben ein super Projekt genau dafür, dass das eben von unterschiedlichen Akteuren innerhalb von Europa gemacht werden muss, weil es gar nicht geht, dass man das alles alleine durchführt. Beobachtungen sind sehr teuer und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Beobachtungen miteinander teilt, damit jeder seine Wertschöpfungsketten daraus generieren kann. Das ist also Datenteilung, Informationsteilung, Praktikenteilung, Best Practices, das ist ein sehr, sehr großes Thema in diesem Projekt, mit das Hauptthema. Ja, ich komme vielleicht nur kurz hinzu, weil du hattest ja jetzt schon mehrmals unterstrichen, im Prinzip, ne? Und da muss ich als Soziologin natürlich sagen, im Prinzip ja, aber gesellschaftliche Kontexte sind ja sehr unterschiedlich und politische und wirtschaftliche. Und das ist eben genau das Problem, dass dieser Lack of Fit, ne, also wenn dann Lösungsansätze entwickelt werden, diese dann aber nicht unbedingt auch den gesellschaftlichen Kontexten, wenn ich jetzt an unterschiedliche Teile Afrikas, Asiens, Lateinamerikas denke, dann auch dort passen und auch dort sozusagen von Akteursgruppen und sogenannten Endnutzern, sagt man manchmal in der transdisziplinären Forschung, dann auch aufgegriffen werden können, weil sie einfach über andere Finanzen und Finanzen verfügen, aber auch innerhalb von anderen Rechtssystemen agieren müssen und so weiter. Und das macht es so schwierig und unterstreicht aber, wie wichtig es wäre, Wissenschaftlern im gemeinsamen Austausch zu produzieren, ne? Also jetzt meinetwegen mit Wissenschaftlern aus Angola, damit die Lösungen dann auch in Angola passen. Ja, ne? Ja. Du hattest das ja vorhin auch schon angesprochen. Also ich denke, ein Ansatz, den wir vorhin tatsächlich, wer hier war, hat das gesehen, der wurde kurz vorhin genannt, das sind nämlich die UN-Dekade, die gerade läuft. Das ist also ein von den Vereinten Nationen gelaunchtes Projekt, das von 2021 bis 2030 geht und wo es eben genau darum geht, die wissenschaftlichen quasi Vorgehensweisen global für die Meeresforschung global zu, sagen wir mal, harmonisieren, sondern es ist eigentlich eine riesige Börse, um auszutauschen, um wirklich Incentives eigentlich zu schaffen, damit Leute austauschen, damit es gibt ein Riesenpotenzial global. Und durch diese Dekade wird dieses Riesenpotenzial, glaube ich, jetzt wirklich angegraben und kann aufblühen. Und meine Wahrnehmung ist, auch ein bisschen mitbeteiligt eben an dieser Dekade, dass es auch tatsächlich passiert. Ich meine, das ist nicht trivial und
das muss erst wachsen. Genau, also ich glaube, das ist ein super Ansatz, die UN-Dekade. Ich sehe auch ganz viel Interaktion und so weiter, aber es gibt einfach ganz viele Wissenschaftssysteme, die nicht existent sind. Ja. Das ist einfach das Problem, ne? Und da müssen wir dran. Ich würde gerne, wir haben übrigens am Ende oder auch zwischendurch Zeit für Fragen. Und wenn Ihnen jetzt schon irgendwas total unter den Nägeln brennt, dann gerne einfach vielleicht nicht direkt aufspringen und reinrufen, sondern ein Handzeichen, wir haben Mikrofone. Also einfach ein kurzes Signal geben, dann nehmen wir das mit auf und nehmen das mit in die Diskussion. Ich würde gerne, weil wir jetzt über die UN-Dekade als ein Werkzeug von Forschungsförderung oder Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Problem lenken, über einen anderen Ansatz sprechen, der in Europa im letzten Jahr gelauncht wurde, nämlich dieser missionsorientierte Ansatz. Und es geht dabei, klare, einfache Ziele zu formulieren, zum Beispiel den Krebs zu bekämpfen oder Anpassung an den Klimawandel, 150 Städte und Regionen bis 2030 klimaneutral zu machen oder eben die europäischen Meere und Gewässer bis 2030 zu sanieren. Merken Sie von diesem Missionsansatz was in Ihrer eigenen Arbeit? Ist es zum Beispiel was auch Einfluss auf Citizen Science Projekte hat, wo plötzlich mehr Aufmerksamkeit da drauf ist und vielleicht auch mehr Geld? Und darum geht es ja am Ende oft. Ja, mehr Aufmerksamkeit, würde ich schon sagen, erfährt Citizen Science in den letzten Jahren. Mhm. Also im Deutschen heißt das ja Bürgerwissenschaften und in Deutschland gibt es ein Portal Wissenschaft im Dialog. Im anglikanischsprachigen Raum ist es Zooniverse, eine Plattform. Das ist eine Plattform, wo man selber schauen kann, was man als Bürger, wo man sich selber beteiligen kann. Und unsere Plastik kann man auch klicken, man interessiert sich für Tiere oder für Weltraumforschung oder welche Programme sind für Kinder und Jugendliche geeignet. Mhm. Da kommen dann eben die Plastikpiraten. Und, wo, auf welcher Seite? Einmal um den Werbeblock? Wissenschaft im Dialog heißt das. Und da ist es eben Bürger schaffen Wissen, so heißt es. Es macht richtig Spaß, sich da umzugucken. Ich habe das gemacht in Vorbereitung. Es ist wirklich cool. Was es ein Projekt war, haben Sie in den 60er Jahren lateinische Inschriften in Ägypten fotografiert? Dann schicken Sie uns diese Fotos. Ja, es gibt. Es wird wirklich wild dabei. Es gibt tolle Projekte, auch alte Familienfotos durchgucken bei Hünengräbern, weil man da, früher wurden dann die Steine an den Hünengräbern einfach verrutscht. Und auf den alten Familienfotos sieht man, wie sie in Originalfassung lagen oder solche Geschichten. Also, oder gemeinschaftliche Ausgrabungen, so hatten wir jetzt ein Projekt in Hamburg-Schenefeld, wo alle Bürger da einen Quadratmeter tief im Garten gegraben haben, sich durch die verschiedenen Schichten oder sowas. Und bei den Plastikpiraten ist einfach das Schöne, das vorhin hatten wir ja auch die Diskussion, wer sitzt hier in diesem Raum? Sind das jetzt schon Leute, die schon sozusagen interessiert sind in das Thema und deswegen sind sie hier im Raum oder sind sie zufällig vorbeigeschlendert? Und bei den Plastikpiraten sind die Freiwilligen nur die Lehrkräfte, muss man sagen. Die 1500 die Kinder? Lehrkräfte, die Kinder sind dann verhaftet, wenn der Lehrer sagt, ich mache mit. Dann ist die ganze Schulklasse am Fluss und macht das Sampling und dann sind eben auch Kinder und Jugendliche dabei, die aus vielleicht bildungsfernen Haushalten kommen, die aber trotzdem mit Naturwissenschaften in Kontakt kommen und den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg kennenlernen, wenn man das Heft, wir haben so ganz viele Materialien für Kinder und für Lehrkräfte, wenn man das dann durchackert, dann kann man sich da richtig damit beschäftigen, wie funktioniert Forschung, ich muss auch eine Probe nehmen, ich muss sogar 3 Proben nehmen oder 9, das ist ja langweilig, aber ich brauche einen Mittelwert, also man lernt die Forschung dann so ein bisschen genauer kennen, es ist eben nicht nur einmal im Jahr auf dem Schiff, ne, das kenne ich auch die Zeit, aber es ist eben auch viel Zeit am Rechner oder im Labor, um das auszuwerten. Und so soll auch Forschung erkennbarer gemacht werden. Und das Problem ist dann, mit diesen Ergebnissen nachher wieder in den wissenschaftlichen Journals zu landen, weil das sind ja nur Kinder oder das sind ja keine richtigen Monitoring-Leute. Das können doch nur Monitoring-Leute machen. Nein, das können sie nicht. Wenn man es genau erklärt, dann können das auch Kinder und Jugendliche. Und die lernen dadurch, hoffen wir, so ist das jedenfalls unser Programm angelegt, auch eine Form der Selbstwirksamkeit. Sie nehmen von dem verschmutzten Fluss die Daten, sie nehmen den Müll natürlich auch nachher weg und sie sehen, ich habe ein kleines Stück etwas gemacht und es bringt etwas, dass ich es gemacht habe. Und im Idealfalle
Der vierte Teil ist nämlich, und jetzt kommst du, machen Sie da auch noch ein Projekt vorm Supermarkt, in der Familie, in der Schule und so weiter und erreichen so mehr Leute. Mhm. Und das versuchen wir einmal zu zeigen, wie Wissenschaft funktioniert. Ist toll, ist aber auch anstrengend, kann langweilig sein, ist viel Ausdauer über viele Jahre. Man ist auch nur ein Puzzlestein. Aber wenn man zusammenarbeitet und dann auf die Webseite klickt und gleichzeitig sind da in Slowenien oder in Portugal oder woanders auch so fröhliche Kindergesichter, die da mit ihrem Müll am Fluss stehen, dann macht das eben Zwangsverpflichtete. Ja, dann macht das eben auch Spaß. Ja, ja, und ja. Man kann sich dann darüber austauschen. Mhm. So ist der Gedanke. Ja. Ja. Wie ist es bei der Art von Forschung, die Sie machen, gibt es da Interesse dran von der Altersgruppe zum Beispiel, mit die Frau Knickmeier beforscht und mit einbindet? Ja, also Interesse gibt es da schon. Wir machen, in der Tat war ich letzten Freitag bei uns um die Ecke in der Schule. Und zwar habe ich seit letztem Jahr so ein Projekt zusammen mit Arvid Fuchs, das ist so ein Polarforscher, den wahrscheinlich viele Leute kennen. Und Arvid ist jemand, der wirklich seit 40 Jahren die Arktis bereist und eben so ein Zeitzeuge ist. Der kennt, der sieht das, der hat das alles gesehen, letzten Endes, wie sich da alles ändert. Und der macht das unheimlich gut, dass er eben Schulen besucht und dann mit den Klassen, ganz egal welche Klassenstufe, diese Informationen einfach weitergibt. Der strahlt natürlich erstmal eine Faszination aus als so ein wirklicher Polarforscher, kann ungeheuer gut reden und kann dann eben wunderschöne Bilder zeigen, die aber eben auch schmerzlich sind, weil man sieht sehr, sehr viel, was sich verändert hat und was auch wahrscheinlich nie wieder, wie wir vorhin auch gehört haben, nie wieder so richtig erstmal wieder so sein wird. Und das sind aber Medien, glaube ich, wie man tatsächlich Informationen weitergeben kann, wo auch klar wird, dass was zu tun ist. Und das hat, also in diesem Fall war es so, dass war nett organisiert, weil man danach noch Workshops gemacht hat, wo jeder irgendwie formulieren konnte, was können wir denn jetzt machen? Was, ich meine, für uns alle ist ja am relevantesten erstmal wirklich, was können wir persönlich tun? Das ist ja, ne, Wissenschaft ist eine Sache, die uns Erkenntnisse und Handlungsweisen an die Hand gibt, aber ja, was können wir tun? Mhm. Und das geht in diesem Fall dann über so ein Format, aber typischerweise ist das auch relativ einzigartig. Ja, vielleicht nur ergänzend. Also das Meer ist so haptisch. Ne? Das kann man unheimlich gut, finde ich, auch kommunizieren und erspüren gemeinsam und erriechen und erfühlen und so weiter. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig im auch Weitergeben, auch an jüngere oder ältere Altersgruppen, an alle im Endeffekt, aber auch, weil Sie jetzt nach Kindern fragen, in Bezug auf Kinder. Ich muss sagen, in der Entwicklungsforschung ist das, glaube ich, vor allen Dingen zu vergleichen eben mit dem Austausch mit anderen Kulturen. Ne? Also so dieses Erriechen, Erspüren, die gesamte Haptik, die damit einhergeht, im afrikanischen oder asiatischen Kontext zu sein und dort mit Kleinfischern zu sprechen. Das ist nicht ganz so leicht, das dann so für die deutschen Schulklassen zu organisieren. Ne? Aber genau, das Mitnehmen von Kindern funktioniert auch ganz gut. Ja. Ich dachte auch so, also auch als du über dein Plastikprojekt gesprochen hast, im Grunde genommen ist das ja eines der wirklich herausragenden Beispiele dafür, wo man global agieren muss. Ne? Ja, also ich meine, das ist sehr wichtig, dass das, oder das ist eben ein Teil. Das ist wie, wenn ich durch die Gegend fahre und meine Cola-Dose nicht aus dem Auto schmeiße. Das mache ich. Natürlich ist eine Cola-Dose nichts, aber weil keiner das macht, weil wir alle uns irgendwie besser dabei fühlen, es nicht zu tun, sieht das super aus, ne? Also draußen. Und das ist irgendwie eine ähnliche, man könnte ein ähnliches Konstrukt daraus aufbauen, dass man eben ja, eine gemeinsame Identität daraus durch solche Probleme auch schafft. Plastik ist ja wirklich. Ja, unser Kollege aus Chile, Professor Martin Thiel, der hat die Vision, die er den Kindern immer beibringen möchte in Chile. Wir können ja versuchen, den saubersten Strand auf der ganzen Welt zu haben oder in Südamerika. Und er hat jetzt ein Projekt an der ganzen pazifischen Küste längs mit 13 Ländern, was auch toll ist, mit denen
arbeiten wir auch zusammen, auch mit Martin Thiel natürlich, aber das sind eben, man braucht auch eine Vision. Hm. Und deswegen tut es mir immer so leid, wenn die Kinder und Jugendlichen und jungen Leute mit so gesenkten Köpfen aus so Klima-Vorträgen oder so gehen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass es noch Hoffnung gibt. Und ein großer Mitstreiter ist ja bei euch am GEOMA, Professor Mujib Latif. Mujib Latif, immer wenn ich einen Kinderuni-Referenten brauchte, er war dabei. Oder er hat das wirklich total im Blick und sagt immer, und es muss Hoffnung geben. Mm. Und das, glaube ich, ist auch etwas sehr Wichtiges, was man auch bei seinen Ergebnissen... Hoffnung und einen Plan. Wir haben eine Frage da. Warten Sie kurz auf das Mikro. Das nähert sich Ihnen von hinten. Genau. Ist es an oder nicht? Ja, da jetzt ist es an. Ich bin Anna Massi und ich bin Wissenschaftskommunikatorin und ich verfolge auch den Ansatz, positiv, zumindest eine Aussicht auf ein positives Ende zu geben, was die wissenschaftlichen Daten häufig aber nicht versprechen oder aussagen nach den Daten allein. Und jetzt wollte ich fragen, das mit der Hoffnung, Sie haben es eigentlich gerade schon so ein bisschen angesprochen, wäre ein Ansatz, aber kann man sagen, gibt es da eine vielleicht übergreifende, für viele Themen übergreifende Möglichkeit, wie man Kindern Mut machen kann oder wie man, nicht nur Kindern, ja auch Erwachsenen, es gibt ja auch viele depressive Menschen, die sagen, was sollen wir hier überhaupt noch, wir sind eh die letzte Generation. Haben Sie da einen Ansatz in der Kommunikation? Also bei uns, dann kommt bestimmt gleich noch was von der Expertin. Wir nennen das eben Selbstwirksamkeit fördern der Kinder und Jugendlichen. Wenn man sich ohnmächtig fühlt, dann macht man nichts. Dann gibt es auch diese Broken Window-Theorie, dass wenn dann ein Fenster schon eingeschlagen ist, dann schlage ich die anderen auch noch ein. Wenn man sozusagen den Kindern und Jugendlichen vermittelt, dass es etwas bringt, dass, wenn sie etwas machen, das halte ich persönlich für sehr wichtig. Und das versuchen wir eigentlich bei allem, was wir bei uns in der Forschungswerkstatt machen, mit zu vermitteln, weil sonst kann man ja gleich aufhören. Mhm. Ja. Aber soziologisch ist es bestimmt. Ja, ich glaube, also ich komme jetzt von einer anderen Richtung, aber das Weltmeer war ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war das ja ein Hoffnungsgeber und Spender. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, sich da auch immer wieder dran zu erinnern, dass in den frühen 50er Jahren, Ende 40er Jahren, auf UN-Ebene über so Personen wie die Tochter von Thomas Mann, Elisabeth Monbogese und weiteren, das Weltmeer als das eine, dieser eine Wasserkörper, der uns alle verbindet, weltweit verbindet, ins Zentrum gestellt wurde, um zu sagen, und das nehmen wir jetzt und nutzen es im Grunde genommen als eine friedenspolitische Maßnahme, über die wir uns gemeinsam verständigen. Wir haben dieses, als Soziologin würde ich sagen, Grenzobjekt, ja, was eben zwischen uns allen liegt und uns ermöglicht, ganz konkret anhand dieses Grenzobjektes uns zu überlegen, wie wollen wir eigentlich über Zukunft nachdenken, über Ressourcennutzung und Verbrauch, über den Umgang mit unserem Planeten und damit im Endeffekt über uns selbst. Ne? Also haben das alle genau gehört oder sollen wir die Frage wiederholen? Kam das an, oben auch bei euch? Nee. Also wenn man sowas hört wie, im Meer ist ein Plastikteppich, der ist so groß wie ein Kontinent, was soll man dann da sagen, war die Frage. Also es ist auch keine finale Antwort, aber ich möchte noch kurz zu Ende mal erläutern, dieser friedenspolitische Ansatz in Bezug aufs Weltmeer, der schwingt auch zum Beispiel in dieser UN-Ozeandekade mit und ich halte das für wichtig, das auch immer wieder zu feiern und zu bewerben im Endeffekt. Wir als Teil dieses CSCOP-Projektes, eines unserer Projekte, versuchen wir zusammen mit der Deutschen UNESCO-Kommission und weiteren ein Open Ocean Science Konzept zu entwickeln. Also wir haben jetzt mit ganz unterschiedlichen Künstlern auf verschiedenen Kontinenten uns verständigt und versucht, Meereswissenschaften und Künstler zusammenzubringen, um zu reflektieren, wie wird eigentlich das Meer künstlerisch aufbereitet in unterschiedlichen Kulturkontexten und was lässt das für Rückschlüsse zur Kommunikation zum Meer, aber auch zum Datenmanagement zum Meer sozusagen. Das ist alles noch in der Entwicklung. Das ist auch nicht die
Antwort, die dann alle überzeugt. Aber ich glaube, dass der Ansatz, das mehr als ein Grenzobjekt und als friedenspolitisches Objekt, was uns ermöglicht, Türen der Kooperation offen zu halten und Dialogräume offen zu halten, trotz der momentanen Situation, wo wir alle das Gefühl haben, sie schließen sich. Überall schließen sich die globalen Kooperations- und Dialogforen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und da trägt die UN-Dekade auf jeden Fall zu bei. Ja. Eine Frage nochmal. Einer von Ihnen hat es gesagt, wir brauchen auch sowas wie Visionen. Eine Vision, die auf europäischer Ebene formuliert wird, ist eben dieses, wir wollen unsere Meere und Gewässer bis 2030 sanieren und in einen guten Zustand bringen. Wie wichtig sind dann solche sehr global groß formulierten Ziele, nach denen man sich dann richten kann für die Forschung tatsächlich, aus Ihrer Erfahrung? Ja, das sind, also die Ziele sind eben, ich weiß nur nicht genau, wie das mit dieser Frage. Wie machen wir, die Frage kommt. Okay, die Ziele sind natürlich, es sind, letztendlich sind es immer die gleichen Ziele, wenn man sie nur möglichst hoch aufhängt. Ne? Also wir können schon bei Ozeanen sagen, da gibt es irgendwie die Problematik Ocean Health, Klima und operationelle Tätigkeiten, was auch immer das ist, Fischerei, sonst wie. Damit kann man darunter kann man das natürlich alles gruppieren. Und dann kann man dementsprechend das auch von der Globalebene auf die Länder, auf die auch multinationale, also was die europäische Ebene und dann auf die Länderebene, auf die Nationenebene runterbrechen. Mhm. Jeder leistet da oder muss da dann seinen Beitrag zu leisten, damit das Gesamtproblem eben angegangen werden oder gelöst werden kann. Und ich glaube übrigens, dass es, ich kann das verstehen mit der negativen Schwingung, die in diesen ganzen Dingen häufig drin ist. Fakt ist aber, dass wir können ja jetzt nicht hier raus. Wir sind hier, wir müssen sozusagen das Beste draus machen, aber das ist auch tatsächlich so, glaube ich. Ich glaube, wir können auch das Beste draus machen. Der Zug ist nicht abgefahren oder so, sondern der ist ganz einfach von uns umlenkbar und rettbar. Und das, glaube ich, ist eine positive Darstellung, die man auch, oder das kann man positiv darstellen, sodass auch jeder, der heute in der vierten Klasse ist, trotzdem nicht frustriert sein muss, genauso wenig wie jemand, der jetzt mit 20 ist oder so. Also das ist korrigierbar. Oder so. Wir müssen nur was tun, natürlich. Und wir müssen wissen, was wir tun. Also vielleicht ganz kurz zu Ihrer Frage. Diese Zielvereinbarungen, die sind extremst wichtig, genauso wie die nachhaltigen Entwicklungsziele unheimlich wichtig sind, weil die einfach ermöglichen, dass im Moment des Konfliktes, der ja definitiv kommen wird, ja, also es geht nun mal um Interessenskonflikte auszuhandeln. Und das ist notwendig, um Transformationsprozesse voranzubringen. Und dass man in dem Moment immer wieder sagen kann, ja, aber liebe Leute, Moment mal, wir hatten uns verständigt hier auf das Ziel, auf die Zielgröße. Und jetzt müssen wir alle irgendwie einen Weg finden, ein bisschen was abzugeben von unseren Stakes und Interessen und so weiter, um da gemeinsam voranzuschreiten. Also von daher diese Verständigung auf Zielgrößen, auf hoher politischer Ebene, aber auch im Missionsansatz, ne, weil Sie da vorher gefragt hatten, halte ich für halt nicht nur ich für persönlich wichtig, sondern das sagt uns die Konfliktforschung auch ganz klar. Also. Jetzt zu Ihrer Frage. Pardon. Okay, ja, danke schön. Silva Laufer ist mein Name und die Frage kam auch so ein bisschen, wer wir sind hier und ich muss ein kleines bisschen ausführen, bevor die Frage kommen kann. Schutz der Meere und Gewässer für mich ist was sehr dringend ist. Also das hat gar nicht mehr so viele Jahre und so viel Zeit und so viel Überlegen und so viel klein. Insofern hatte ich überlegt, okay, nicht aus aus diesem Thema kommend, wie kann ich mich informieren, was kann ich machen? Da geht es so ein bisschen in die Öffentlichkeitsarbeit auch rein. Ich hatte ein bisschen Zeit letztes Jahr, ich habe zwei Kurse online belegt, einen von der Universität in Südafrika, das war dann zum Thema Large Marine Ecosystems Management und Assessment und dazu habe ich gleich eine Frage und das zweite wäre auch, war von der Universität aus Genf und der Kurs, der hieß Water Resource Management and Policy und bei beiden Kursen wurde ganz klar einfach auch schon ein System dargestellt, auch von der Weltbank, was ja hochfinanziert wird, eigentlich dieses
Global Environment Facility, die GEF, und da wurde ja die ganze Welt auch in 66 verschiedene Large Marine Ecosystems quasi aufgeteilt. Dann wurde ja ganz viel Arbeit geleistet, auch in dem Assessment, im Gucken, was passiert da, wie spielen die verschiedenen Aspekte ineinander, warum gibt es so viele Probleme, und das wurde natürlich auch regional angeschaut und nicht nur global, sondern natürlich auch spezifisch auf die einzelnen Probleme im Detail angeguckt, und dann wurde natürlich geguckt, okay, welche Akteure gibt es in dieser Region, Regierungsakteure, UN etc. etc. Also es schien schon irgendwo ein System zu sein, was es gibt, was da ist. Dazu gibt es diesen Hub dann, auf dem auch ganz viel Information draufsteht, jedoch viel sehr veraltet, was ich so sehen konnte. Mhm. Und was ich dann halt überlegt habe, okay, für Europa, gerade Mittelmeer etc. oder an der Nordsee, da sind auch wenig Informationen drin, die aktuell sind. Und dann kann man aber auch sortieren nach zum Beispiel Korallenriffen und Gesundheit von Korallenriffen. Ganz viele Links sind veraltet, aber die Plattform ist da, die ist gegeben. Jetzt frage ich mich natürlich, sind es politische Interessen, die dann nicht mehr ineinander greifen, wo man ganz klar sagt, okay, das ist jetzt die Weltbank, die das vielleicht mit aufgebaut hat. EU denkt da ein bisschen anders, oder... Ich verstehe nicht ganz, warum nicht das genutzt wird, was da ist, und dass man nicht eine Matrix hat zum Beispiel über alle Projekte, Schutz der Meere und Gewässer, die es gibt in der Region, und dann gucken, okay, welche funktionieren nicht mehr, aus welchem Grund nicht, worin wird wie viel investiert. Ich komme eher aus dem humanitären Bereich, da gibt es auch Financial Tracking Service. Vielleicht bleiben wir erstmal bei der Frage, ob das genau. gibt es so eine Art von Datenbank, so ein Instrument, wo... Nee, die gibt es, aber das Problem ist, warum wird das nicht mehr genutzt, und auch die Lobbyarbeit. Ich glaube, das ist natürlich ein ganz großes Ding, auch für Deutschland, dass wir einfach... Wir machen vielleicht erstmal einmal die eine Frage und dann machen wir weiter. Also warum wird das nicht genutzt? Warum ist das so outdated? Was ist Ihre Erfahrung dazu? Also, was mir so spontan dazu einfällt, also jetzt konkret auf die europäische Dimension quasi zu gehen, das ist unglücklicherweise nicht der richtige Website, würde ich sagen. Also es gibt eben tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt existiert, 10 Jahre oder sowas, dass die Rahmen, wie heißt der, ich kenne nur den englischen MSFD, Küstenrahmenschutzrichtlinie heißt die, glaube ich. Wasserrahmenschutzlinie, oder? Ja. Die gemeinsam nähern wir uns. Ja. Genau. Die tatsächlich, also das ist eine Direktive von der EU. Das heißt, jedes Land muss dieser Direktive folgen, und da gibt es beliebig viele, und das wird auch gemacht, das wird sehr, sehr gut gemacht, würde ich sagen. Und da gibt es sehr, sehr viele Informationen darüber, die in einer Organisation HELCOM, heißt sie, zusammen organisiert sind. Aber ich würde sagen, das Problem ist hier eben, Recherche durchzuführen. Ne? Das ist so divers, und insbesondere, wenn man dann auf die globale Ebene geht, dann wird das so auseinander fragmentiert, dass man wirklich Probleme hat, einfach da das Richtige zu finden. Und da sind Sie auf den einen Site gekommen, der sicherlich mal eine Zeit lang sehr, sehr gut unterhalten wurde, aber der dann irgendwann vielleicht aus, kann auch Personalgründe sein. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn man auf der Suche danach ist. Klar. Ich komme jetzt nochmal zu dem Thema Sprache. Das ist nämlich auch ein Thema. Also ich habe früher auch mit auf einer russischen Nordostpassage. Ja, die Russen konnten unsere Sachen alle lesen, weil sie ja Englisch lesen konnten, aber keiner von uns konnte das Russische lesen. Und das ist, glaube ich, mit vielen Sachen so. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Materialien in die Sprachen der Länder der Kinder übersetzen, sonst wird das nichts. Man kann nicht sagen, alle haben ja Englisch, die verstehen das. Nein, so ist es nicht. Und ich stelle mir vor, dass auch bei diesen Recherchen man wahrscheinlich immer so in seiner Wolke oder in seiner Echokammer bleibt. Und wenn man dann jetzt, das war wahrscheinlich auf Englisch, nehme ich mal an, Französisch. Ja, aber das sind auch Probleme, die man hat. Also, dass man in seiner Echokammer bleibt. Ein guter Punkt. Also, ist ja auch das, was Sie vorhin angesprochen haben, diese Machtfragen darin. Aber ja, ich glaube, da hängt auch noch eine strukturelle Dimension dahinter. Und das ist die Dimension der Projektfinanzierung. Also die Wissenschaft ist und auch die sozusagen aus dem Entwicklungskontext finanzierte Wissenschaft, und da ist ja eine starke Implementierungskomponente dann auch bei dem Large Marine Ecosystems von Jeff,
das ist immer projektfinanziert und damit da, also läuft es dann eben auch irgendwann aus, dann wird diese Webseite und das Portal nicht mehr gepflegt, es werden andere aufgebaut, ne? Und es gibt im Grunde genommen da keine, ja, also auf multilateraler Ebene eine koordinierende Einrichtung, die sagt, in bestimmten, zum Beispiel missionsorientierten Wissenschaftsbereichen, ja, mehr Klima, muss man nachdenken, wie man es clustert, ne, führen wir den Stand der Wissenschaft, also den, sozusagen den Stand des Wissens der Menschheit zusammen aus ganz unterschiedlichen Sprachkontexten, ne, und damit auch unterschiedlichen Wissenschaftssystemen und sehen dann auch, wie zum Beispiel in was für einem, ja, auch wissenschaftlichen Streit, das ist ja ein positiver, ein konstruktiver wissenschaftlicher Streit, dann zum Beispiel Analysen aus, ja, einem chinesischen, einem russischen, einem nordamerikanischen Wissenschaftssystem zueinander stehen. Das heißt nicht, dass Wissenschaftssysteme rein national oder sprachlich definiert sind, aber sie sind eben schon sehr stark über den Nationalkontext einfach aufgrund der Förderung geprägt, ne? Und das ist, also das ist ein ganz klares Beispiel dafür. Und ich finde, dieses Digital Twins Projekt, was du angesprochen hattest, das hängt eben auch sehr stark mit eigentlich der Suche nach einer Dauerfinanzierung für jetzt zum Beispiel CO2, marine CO2-Messungen einher. Also immer dieses Ausbalancieren von unsicherer Projektfinanzierung ist für manche Wissenschaftsbereiche, ist das natürlich ein erzeugter Wettbewerb, der auch, ja, auch eine innovative Kraft entwickelt und auch eine Leistungsfähigkeit sicherstellt und so weiter. Aber das kippt natürlich irgendwo auch und hat auch seine Grenzen. Und es gibt eben bestimmte, ja, planetare Herausforderungen, wo wir da ganz klar an die Grenzen der Wissenschaftssysteme gelangen, in der Projektfinanzierung. Mhm. Gibt es Fragen da oben? Ja, eine kurze Frage, die schließt sich vielleicht ganz gut an aus Ihrer Erfahrung, wenn man vom Wettbewerb spricht und planetaren Problemen und dem Teilen von Daten und Informationen und Sprachen. Es gibt ja mehr und mehr Versuche zwischen Ocean Data Platform und viele Portale, die ich wahrscheinlich nicht kenne, Richtung Open Source, Forschung und so weiter. Aber ich weiß, es gibt auch viel Druck in der Wissenschaft, Förderungen zu bekommen, man muss veröffentlichen. Man muss so und so viele Papers publishen, um seine Position zu halten oder in die Wissenschaft einzusteigen. Wie sind Ihre Erfahrungen und trägt die Ozeandekade irgendwie dazu bei, dass man doch merkt, na, es gibt ein Weltmeer? Oder wie kann man das ausbalancieren, diesen Druck von der Wissenschaft und dem Wettbewerb und den Geldern mit dem eigentlichen Need, dass wir die Daten eigentlich teilen müssen, um voranzukommen? Mhm. Helmholtz hat ja gerade. Ja, also glücklicherweise, ja, genau, ist das, also ist eine sehr, sehr gute Frage, ja, weil glücklicherweise ist tatsächlich, hat das sehr, sehr stark auch an Fokus gewonnen. Also heute kann man eigentlich kein Projekt mehr gefördert bekommen, wenn man nicht Open Access publiziert. Das wird auch tatsächlich geprüft, ob man das macht. Und auch wenn man die Daten, wenn man genau den Datenplan sozusagen vorlegt, das ist bei, also innerhalb von Deutschland, auch innerhalb von den USA, weißt du. Aber es gibt dann, ich kenne auch sehr, sehr viele Beispiele, tatsächlich andere Länder, wo das dann nicht der Fall ist. Wenn man über bestimmte Daten redet, sind es zum Beispiel Fischereidaten, dann wird die ganze Sache schon wieder deutlich komplizierter. Das hängt also tatsächlich von diesen Daten am Ende auch ab. Aber trotzdem kann ich persönlich sagen, dass ich einen sehr, sehr großen Move sehe in diese Richtung, der aber, ja, halt noch, klar, wie alles andere, weiterentwickelt werden muss. Ja, bei uns, die Publikationen sind auch in Open Access. Muss man daran denken, dass man da Geld für einplant. Heißt vielleicht im Umkehrschluss wieder, dass manche Länder sich das nicht leisten können, 4.000 Euro für eine wissenschaftliche Publikation auszugeben. 4.000 Euro? Ja, kostet so eine. Jetzt haben wir gerade fast 5.000 Wahnsinn bezahlt. Hm. Und das sind eben auch Sachen. Aber die Daten an sich, die sind auf der Webseite. Also da kann man draufklicken und die findet man in unserem Fall jetzt. Mhm. Und bei euch, ihr teilt die Daten ja auch weltweit, ne? Von den Argo-Floats, von den... Also Daten im Allgemeinen ist ein Riesenthema, ja, weil man natürlich
wenn du schon sagst, oh, die sind auf einer Website, dann würde ich als sozusagen Datenbeflissener denken, oho, schön, wenn jemand diese Website findet. Das ist halt ein Riesenthema. Ne? Wie mache ich Daten, das nennt man immer Machine-to-Machine, readable. Das heißt, sie liegen irgendwo und kein Mensch sollte sie mir wirklich per Hand suchen, indem er jetzt auf irgendeine Website geht, sondern die Daten, es gibt tatsächlich Formate, die sind in der Art und Weise gestrickt, dass, was wir bei Google kennen, dass der nämlich alles Mögliche auf dieser Welt durchharvestet, um zu gucken, wo wir Informationen kriegen. Sowas gibt es auch für Daten. Also die können tatsächlich durchgucken, wo finde ich jetzt Nitrat als Datensatz, werden alle möglichen Datenzentren durchsucht und die werden dann verlinkt. Und dann kann man, egal wo ich jetzt hingehe, kriege ich trotzdem Daten von allen möglichen anderen Datenzentren. Das sind dann so eine, ja, also das ist ein riesen Movement im Moment, wo sehr, sehr viel gemacht wird, auch in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Initiativen. NFDE for Earth ist so ein Riesenprojekt letztendlich, wo diese ganzen erdwissenschaftlichen Daten zusammen, NFDE im Allgemeinen ist so ein Schlagwort dafür, dass man in Deutschland eben wirklich die Daten alle zusammenbringen und auffindbar machen möchte, macht. Mhm. Dann dazu noch? Unbedingt. Also genau, ich kann das nur bestätigen, was die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt haben, aber also es gibt dieses Open Science Movement und Helmholtz Gemeinschaft hat da gerade wieder auch ein entsprechendes Statement vorgelegt und da passiert viel und gleichzeitig ist es natürlich so, du hast eben in Bezug auf Fischerei gesagt, da wo es wirtschaftlich relevant wird und interessant wird, da haben wir ja ganz bewusst als Menschen ein Regime etabliert, was genau diesen freien Fluss von Wissen verhindert. Nämlich ein Intellectual Property Rights Regime, was dafür sorgt, dass bestimmte Regionen eben Zugang zu Impfstoffen erstmal haben und andere erstmal nicht. Ja. Und ich meine, dass also von daher auf der einen Seite gibt es da sehr, sehr wichtige Prozesse in der Wissenschaft, um Open Science zu ermöglichen, aber es bedarf unheimlich starken politischen Willens, darüber klug nachzudenken. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Regime, die wir aufgebaut haben, Intellectual Property Rights und so weiter, unbegründet wären. Ja, also da gibt es ja auch gute Gründe für, warum die etabliert wurden, um überhaupt erstmal bestimmte Firmen in die Lage zu versetzen, da massivst rein investieren zu können, um zum Beispiel einen Impfstoff zu entwickeln. Da eine Balance zu finden, und dann eben auch sozusagen das, was öffentlich bereitgestellt wird, auch ja, sprachlich zugänglich zu machen, das ist ja eine Riesenherausforderung und auch digital zugänglich zu machen. Also es ist ja eben nicht so, als hätte jeder Mensch auf Erden den Laptop um die Ecke stehen mit Internetverbindung und so weiter. Ne? Da ist eine Frage. Ja, ich hatte eine Frage, beziehungsweise gleichzeitig ist es ein Statement ein bisschen. Und zwar, ich finde es als Unsitte, dass hier an unseren Universitäten hier so verstärkt auf Englisch orientiert wird. Ich bin interessiert, bin Geologe, an Vorlesungen teilzunehmen, aber grob verstehe ich das, aber ich kann da nicht mehr mitdiskutieren. Mhm. Und ja, egal hier im Berliner Raum oder Potsdam, weiß ich, wo ich mich zum Teil rumtreibe, fast immer Englisch. Und diese Unsitte, dass dann auch die sagen wir, Wissenschaftler aus dem deutschen Raum verpflichtet werden, Englisch zu publizieren, da bin ich auch auf etwas gestoßen. Ich habe mehrere Übersetzungsprogramme, wenn ich ihn richtig, die funktionieren einwandfrei, wenn es ein Engländer geschrieben hat oder ein Amerikaner, da kann man fließend lesen, aber ich weiß auch, in der Geologie ist er eine Koryphäe, hat früher nur Deutsch geschrieben, jetzt Englisch. Ich habe versucht, das mit den gleichen Programmen zu übersetzen. Da kommt Kauderwelsch raus. Das verstehe ich nicht mehr als Geologe, was da. Das heißt, ich frage mich, wenn diese Sprache Englisch zwischen den Wissenschaftlern erfolgt, verstehen die sich überhaupt noch? Das ist. Gut. Verstehen Sie sich, wenn Sie publizieren? Ja, gute Frage. Danke. Wie ist es bei Ihnen? Also, ja, also ich meine,
es ist richtig und man kann das auch, wenn man jetzt historisch zurückguckt, sieht man immer Strömungen. Dann gab es mal eine Zeit, wo nur auf Deutsch oder wo, ne? Dann gab es eine Zeit, wo viel Französisch. Jetzt wird eigentlich ziemlich, zumindest in unserem Kreis hier, in unserem Dunstkreis, andere Dunstkreise benutzen andere Sprachen. In der Tat glaube ich, aber da habe ich große Hoffnung auch, glaube ich, dass es Übersetzungs-, nicht nur Programme gibt, sondern es wird auch simultan Übersetzungen, glaube ich, elektronischer Art geben, die sehr, sehr zufriedenstellend sind. Also ich kann Ihre Erfahrungen da nicht unbedingt teilen. Ich hatte als Kleines, ich hatte neulich mal, oder eine Zeit mal, eine Forschungsreise, wo wir immer Wochenberichte schreiben und ich hatte Leute aus Italien, England, Frankreich, Deutschland und ganz egal, eine Menge auf jeden Fall. Ich muss also in verschiedensten Sprachen diesen Wochenbericht schreiben. Waren auch Geologen dabei? Auch. Und hatte aber ich hatte dieses Programm. Damit habe ich sofort immer diesen Wochenbericht in alle möglichen Sprachen übersetzt. Habe sie nur einmal kurz zum Lektieren, als Lektor nochmal weitergegeben. Die brauchten quasi gar nicht zu ändern. Also ich bin sehr, sehr großer Hoffnung, dass wir in vielleicht 5 Jahren sogar hier sitzen und jeder hier einstellen kann, welche Sprache er dann gerne hören möchte. Glaube ich wirklich. Und das wird riesigen Fortschritt tatsächlich auch bringen. Welches Programm haben Sie dann benutzt, um vielleicht den Tipp direkt weiter? Ja, DeepL heißt das. DeepL, ja. Schwierigkeiten. Klar. Aber ich meine, was Sie ansprechen, ist natürlich ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, sozusagen Wissenschaft und Gesellschaft als eins und im stetigen Austausch miteinander zu haben und das eben in einer immer auch stärker internationalisierten Wissenschaft. Und gleichzeitig aber Gesellschaften, die in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sprachkontexten ja auch weiter verweilen. Ne? Also nicht nur im deutschen Kontext, sondern ja weltweit. Das ist eine Riesenherausforderung, die Sie da ansprechen. Ja. Die Frage war, ob die deutschen Wissenschaftler sich im Englischen verstehen. Wenn Sie eine Frage haben, dann gerne mit Mikro. Sonst versteht man sie nämlich im Raum nicht. Ich will das durch ein eigenes Aber nicht noch mal aufs Englische jetzt. Beispiel erklären, was ein Erlebnis. Ich war in Thailand, wir sind durch den Dschungel auf dem Boot gefahren, da waren 2 Tschechen, meine Wenigkeit und ein Engländer. Die Tschechen und ich, wir stammelten Englisch. Wir haben uns gut verstanden, der Engländer und sich mehr. Das ist ja auch die Schönheit der internationalen Begegnung dann dabei. War jetzt keine Frage, würde ich sagen. Deswegen würde ich, eine Sache, die mich interessiert, weil wir anfangs über die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, wir haben darüber gesprochen, wie man kommuniziert mit SchülerInnen, mit Kindern und so weiter, häufig ist bei der Frage von Wissenschaftskommunikation so die implizite Annahme, man kommuniziert mit der Öffentlichkeit, aber nicht unbedingt diese Bewegung von der Öffentlichkeit zurück, wie die in die Wissenschaft strahlt, wird häufig nicht mitgedacht. Was ich mich frage, wie offen und durchlässig ist denn die Forschung für Impulse, die aus der Gesellschaft kommen? Wie ernsthaft wird das tatsächlich genommen, diese ganzen Initiativen zu hören, was wollen denn die Leute, was interessiert die und so. Mhm. Kann ich vielleicht noch mal ganz kurz auch was zu den Bürgerwissenschaften sagen? Wir haben mal über die Plastikpiraten beim Umweltbundesamt in Dessau einen Vortrag gehalten. Da sagte einer von den Wissenschaftlern zu uns, na toll, was ihr da jetzt alles messt und die Kinder dann sozusagen, was da jetzt alles nach oben ploppt, das kommt wie eine Riesenwelle wieder auf uns zurück und wir müssen mit den ganzen schrecklichen Daten dann was machen. Und so ist es ja auch ein bisschen bei den Bürgerwissenschaften, wenn alle ausgestattet sind mit Sensoren, die hier und da überall CO2 messen können und hier nochmal eine kleine Messung und dann kommt das alles zusammen und zeigt dann sozusagen wiederum unseren
Geldgebern oder den Wissenschaftlern, uns Wissenschaftlern, hier ist ein riesen Sauerstoff-Minimum-Zone und da haben wir ganz viel Plastik und da ist der Fluss total verdreckt, wie vorhin in dem Foto von der Elbe und den Stinz. Wenn das jetzt viele Leute machen und sagen, die ganze Elbe ist ja von vorne bis hinten eine einzige trübe Brühe, dann muss man ja handeln. Mhm. Und das ist eben etwas, was man erzeugt natürlich. Aber Handlungsdruck, so Handlungsdruck. Über Daten im Prinzip. Und das ist aber auch etwas Gewünschtes, finde ich, was aber nicht einfach ist, damit umzugehen. Wie ist denn Ihre Erfahrung, wenn so Dinge an Sie herangetragen werden zum Beispiel? Also ich würde jetzt einfach auch nochmal so wissenschaftsgeschichtlich sozusagen da drauf blicken und da ist es schon so, dass wir so ab 2000, im Jahr 2000 gab es eine Transdisziplinaritätskonferenz in Zürich, die wird häufig so als ein Beginn dieser Bewegung Wissenschaft zu öffnen und mit der Gesellschaft gemeinsam, mit gesellschaftlichen Akteuren gemeinsam Forschung zu betreiben, angesehen. Und das hat erst in den in der Landwirtschaft hat das sehr schnell auch wirklich einiges bewegt, einfach weil das auch ein Bereich ist, in dem sozusagen der Austausch mit gesellschaftlichen und Praxisakteuren ohnehin schon gelebt war, in der Fischerei ähnlich. Aber in anderen, auch meereswissenschaftlichen Disziplinen, hinkte es so ein bisschen hinterher. Und auch da beobachten wir jetzt eigentlich so seit ungefähr 10 Jahre ist, glaube ich, schon ein bisschen großzügig begriffen, aber so in den letzten 10 Jahren gab es da auch eine sehr starke Öffnung, würde ich sagen, zumindest in der deutschen Wissenschaft, für gemeinsam Wissenschaft betreiben und viel, viel mehr auch transdisziplinäre Ansätze zu verfolgen, immer in dem Bewusstsein, dass nur wenn man gemeinsam auch Lösungsansätze entwickelt, dann auch eben diese Lösungen oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie hinter dem lokalen praktischen Kontext entsprechen und auch angewendet werden können, höher ist. Und in der Entwicklungsforschung, das habe ich jetzt so ein bisschen aus der Entwicklungsforschungsperspektive gesehen, da sind diese Prozesse mittlerweile stark verankert, weil das ganz klar ist, dass Lösungsansätze sonst in den ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Kontexten einfach auch die Akteursnetzwerke missen sozusagen, also die nicht existieren, um die dann auch in die Implementierung und Umsetzung zu tragen. Also na, auch den Input. Genau, also die Wissenschaft braucht den Input, um die Lösungsansätze gemeinsam zu entwickeln, aber als Teil dieses Austauschprozesses werden eben auch die Infrastrukturen und Netzwerke aufgebaut, um überhaupt in die Umsetzung gehen zu können. Na, und das war vorher nicht der Fall. Können Sie das mal konkret machen? Also zum Beispiel jetzt im Wassermanagement-Kontext Zentralasiens, um so ein konkretes Beispiel zu nennen, da haben wir in einem BMBF-finanzierten Projekt sehr lange erstmal Forschung betrieben zu Fragen von, wie gehen wir mit Versalzung der Böden um, wie können wir sicherstellen, dass der Baumwollanbau weniger schädlich sozusagen für die Landwirtschaft selbst ist, für die Böden und den Wasserhaushalt vor allen Dingen. Und erst nach 6 Jahren sozusagen Forschung ohne die Einbindung von Akteuren kam dann zum Greifen, dass sozusagen die Erkenntnis war, na, wir haben ja schon viele mögliche Lösungsansätze entwickelt, aber wir wissen eigentlich gar nicht, welche davon potenziell wirklich den Bedingungen der Landwirte entsprechen, den Bedingungen der Wassermanager entsprechen und den Bedingungen derer, die diese Salzkarten erstellen, ja, und die bestimmen, was dann wiederum auf den verschiedenen Böden überhaupt angebaut werden kann. Dann haben wir das entsprechend umgesetzt und die nächsten Jahre gemeinsam mit den entsprechenden Wassermanagern und Landwirten die möglichen Ansätze weiterentwickelt, manche ziemlich viel davon auch raussortiert, ne, weil sie sich nicht bewährt haben sozusagen dann im lokalen Kontext. Aber es sind eben auch einige übrig geblieben und gleichzeitig als Teil dessen wurden dann aber auch konnte schon sichergestellt werden, dass gewisse Gesetzesänderungen auch sozusagen vorbereitet werden konnten, um überhaupt das dann auch aufgreifen zu dürfen. Mhm. Ne? Weil es ein sehr reguliertes landwirtschaftliches System ist in Usbekistan. Mhm. Ja. Für die Art von Forschung, die Sie machen, was für eine Art von Input, also bei Euroseed zum Beispiel, inwieweit ist dann da, können Sie dann auf Input von außen überhaupt reagieren und in was für einer Form muss der vorliegen, damit Sie den mit einbauen können in
ja, Forschung? Ich denke, also das ist halt schon ein sehr, sehr interessantes Thema, weil Forschung kann ja auch etwas sein, das wirklich, wo man einfach nur Erkenntnisgewinn hat. Mhm. Also wo es gar nicht mehr darum geht, dass man diese Erkenntnisse jetzt schon irgendwie anwendet. Ne? Mhm. Angewandte Forschung ist dann eben der Schritt, der da auch beschrieben wurde. Denke ich, glaube, häufig passiert das tatsächlich so, dass man erstmal Grundlagenforschung durchführt, um sie dann ab einem bestimmten Punkt, wo man wirklich so weit fortgeschritten ist, dass man versteht, auch wie man das anwenden könnte, die dann anwendet. Und das ist letztendlich das, was man in diesem EuroSea auch macht, dass man, also dass es da Segmente gibt in dem Projekt selbst, wo es wirklich nur um Erkenntnisgewinn geht oder um Grundlagenforschung, um erstmal so eine Baseline zu kriegen für bestimmte Zustände. Und dann kann man, wenn man sich jetzt Änderungen zum Beispiel angucken will, um dann Management durchzuführen, dann kann man darauf aufbauend diese Management-Sachen dann wahrscheinlich in einer weiteren Phase durchführen. Also wieder kann ich da nur sagen, dass da der große Vorteil ist, dass wir eben mit so vielen Akteuren da arbeiten und unterschiedlichste Level da erreicht sind zwischen eben Grundlagenforschung, aber auch sehr, sehr angewandten Methoden, wie man das direkt überträgt in der Gesellschaft. Aus den, Sie arbeiten ja alle an sehr unterschiedlichen Bereichen. Was sind denn, wir kommen langsam auch zum Ende, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Lücken, die wir haben, die größten blinden Flecken, für die wir auch mehr Forschung brauchen, um zum Beispiel das Ziel der EU-Mission bis 2030 zu erreichen? Ich sehe ein großes in der Bildung, natürlich. Also Nachwuchsförderung und Bildung. Wenn wir jetzt über Biodiversität sprechen, über Insekten, ja, man weiß nur, ob eine Art verschwindet, wenn man mal weiß, welche Arten überhaupt da waren. Und diesen Nachwuchs jetzt zu generieren, die diese Kenntnisse haben, das ist auch ein großes Thema und ein Problem. Da gibt es ja auch Citizen Science-Ansätze und Programme, wo man selbst, aber man braucht auch die Nerds, die sozusagen da, die Grundlagenforscher, die wirklich auf Insektenkongresse gehen und da sich stundenlang über bestimmte Arten austauschen, und die haben wir nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, da, wir haben ja auch ein MINT-Problem, also Mathematik, Informatik, naturwissenschaftlich-technisch Nachwuchs, auch das verfolgen wir ja ein bisschen mit unseren Schüleraktivitäten, und ich glaube, da gibt es wirklich noch eine ganz große Lücke, die man irgendwie besser füllen müsste. Genau, mit Kommunikation. Aber wie funktioniert Wissenschaftskommunikation? Funktioniert es einfach so? Das muss man auch beforschen. Da sind die jetzt auch mehr dran. Ja, ja. Blinde Flecken in der Meeresforschung? In der Meeresforschung, ja. Also eine Lücke, die existiert, selbst wenn sie in solchen Projekten wie EuroSea und so weiter angegangen wird, ist aber eben immer diese Gesamtheit zu verstehen. Also das, was man tatsächlich, das verstanden wird zwischen dem, was ich jetzt hier beobachte und was denn am Ende der Nutzen daraus ist. Also tatsächlich auch eine Riesenlücke ist, das zurückzuverfolgen. Uns fehlen sozusagen Key Performance Indicators, also Wege zu messen, wie sich Informationen durch diesen Pfad, den ich vorhin beschrieb, durchhängeln. Und dadurch passiert es häufig, dass Sachen völlig unterschätzt werden. Man denkt, okay, ich habe jetzt hier diese tolle Wettervorhersage. Man versteht aber gar nicht, wo die Wettervorhersage, was eigentlich dahinter steht, hinter dieser Wettervorhersage. Und eventuell sagt dann irgendeiner, wieso, wir haben doch diese Wettervorhersage, warum soll ich denn jetzt noch weiter das und das finanzieren? Also diese Transparenz zu schaffen in dem gesamten Wert, in dieser gesamten Wertschöpfungskette für Beobachtungen, von den Beobachtungen zu den Produkten, das ist eine Riesenlücke, dass wir das nicht haben. Mhm. Und deswegen viele Argumente nicht bringen können und auch Fehlentscheidungen treffen am Ende. Ja, ich glaube, es knüpft ganz gut an. Also mir geht es gar nicht jetzt so sehr um die blinden Flecke thematisch oder disziplinär. Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon rausgearbeitet, dass die interdisziplinäre und transdisziplinäre Interaktion noch weiter entwickelt werden muss. Da sind wir immer noch nicht ganz so gut. Ne? Da können wir noch besser werden, werden wir auch jeden Tag ein bisschen besser, aber da ist noch Luft nach oben. Aber ich glaube, was auch ganz, ganz zentral wichtig ist, und das führt uns jetzt auch die momentane geopolitische Lage ja wieder vor Augen, ist, dass wir uns auch über das Wie arbeiten wir miteinander zusammen in der Bildung und aber auch in der Wissenschaft selbst auseinandersetzen müssen, politisch gesehen. Also es gibt
ja gerade auch in der Meereswissenschaft, in der Klimawissenschaft, in den Umweltwissenschaften, in der Nachhaltigkeitsforschung gibt es durchaus auch Tendenzen, manchmal etwas apolitisch an die Themenfelder ranzugehen, um erstmal zu erforschen. Und das hat natürlich auch, auch seinen hohen Mehrwert. Und gleichzeitig wissen wir, wir müssen uns eigentlich damit auseinandersetzen, wie wir demokratische Praktiken fördern und also uns selbst auch immer wieder hineinsozialisieren. Wir sind in einer Situation, in der 70% der Weltbevölkerung mittlerweile in Autokratien leben. Das sind die neuesten Zahlen des Varieties of Democracy Index. Und wir beobachten diese gesellschaftlichen Polarisierungsprozesse, die ja mit einer politischen Autokratisierung einhergehen, in allen Weltregionen, in allen Gesellschaftstypen und in allen Einkommensgruppen aller Länder. Und das schon seit Jahren. Und das geht einher mit einer Krise des multilateralen Systems, sodass wir immer weniger steuerungs- und handlungsfähig werden als Weltgesellschaft. Insofern würde ich mir sehr wünschen, dass neben der thematischen Missionsorientierung auch eine explizite Reflexion, was eigentlich politische Wissenschaft bedeutet, eingefordert wird von der Union. Ja, und wir sehen, dass die Bedarfe sind riesig. Jetzt in ein paar Tagen fängt in Ägypten die Klimakonferenz an. Wir haben darüber gesprochen, welche wahnsinnige Bedeutung das Meer hat, sowohl für Klima als auch für Biodiversität. Was ich mitnehme, ist die doch dann sehr ermutigende Perspektive und das Privileg, in so einem Ort zu leben, wo Forschung so eine große Rolle spielt, wo viel Geld investiert wird, wo Menschen eine Perspektive haben, wenn sie ins Wissenschaftssystem gehen, wo wir versuchen, Fragestellungen evidenzbasiert zu lösen. Und ja, auch wenn die Probleme groß sind, ist, glaube ich, ja das, was Sie zum Schluss gesagt haben, also dieses Zusammendenken von ökologischen Krisen mit politischen Krisen, dass man die Dinge nicht voneinander trennen kann. Also dass wir gerade diesen holistischen Blick auf Probleme brauchen. Was ich noch gelernt habe, ist, dass es Datenerntemaschinen gibt, für Nitratdaten zum Beispiel, dass wir mehr davon brauchen, dass Sprache ein großes Problem ist, also Sprache untereinander innerhalb der Wissenschaft, dass Wissenschaft diese politische Dimension hat davon, wer darf überhaupt mitreden, wer wird gefragt, wessen Meinung wird gehört. Und wir haben über Hoffnung geredet und es gibt das ist ein schönes Zitat von Karl Popper: Optimismus ist Pflicht, man muss sich um die Dinge kümmern, auf die man Einfluss hat und die gemacht werden müssen. Und ich finde das irgendwie ganz schön, weil es irgendwie dieses wahnsinnig große Problem, was kann ich denn machen, und ich bin so erschlagen und ich muss die ganzen Probleme der Welt auf meinen eigenen Schultern tragen, das nimmt es mir immer so ein bisschen ab, deswegen kümmern wir uns um die Dinge, auf die wir Einfluss haben, die gemacht werden müssen, und dann sind wir schon ein Stück weiter. Also vielen Dank an Sie alle, dass Sie dabei waren, vielen Dank an das BMBF, Veranstalter, sehr gut, es reicht auch langsam hier, als Veranstalter des EFA Future Talks und all den Leuten, die hinter den Kulissen mitgearbeitet haben, das möglich zu machen. Kommen Sie gut nach Hause und viel Spaß bei der Berlin Science Week. Danke. Danke.